Der Heidepark Soltau darf ab dem heutigen 1. Mai wieder öffnen. Das Ganze natürlich unter strengen Auflagen. Diese werde ich euch hier im Video einmal kurz näher bringen. Und zwar ist es so, dass ihr für den Eintritt einen gültigen oder einen aktuellen Corona-Test benötigt. Dieser muss natürlich negativ sein. Den Test könnt ihr mitbringen. Dieser darf natürlich beim Parkzutritt nicht älter als 24 Stunden sein. Und wenn ihr keinen mitbringt, dann könnt ihr diesen Test aber auch vor dem Park machen lassen. Dort ist nämlich auf dem Busbahnhof ein Testzentrum. Informationen, die ihr hierzu benötigt, hat der Park auch auf seiner Internetseite gestern veröffentlicht. So gelten zum Beispiel die Tests nur für Personen ab 6 Jahren. Unter 6 Jahren braucht ihr keinen Test. Und hier stehen auch nochmal einige Details, also alles auf der Website vom Heidepark Soltau. Drive-In-Teststation auf dem Busparkplatz und naja, am besten bringt er aber direkt den negativen Test mit. Der Park hat geöffnet, die Übernachtungsmöglichkeiten sind noch geschlossen, so ist halt eben das Abenteuerhotel sowie auch das Holiday Camp noch wegen behördlicher Auflagen geschlossen. Der Heidepark selber wirbt hier mit den Big 7, Big 7, dem Peppa Pigland, Drachenzähmen, Ghostbusters, natürlich dem Abenteuerhotel und dem Holiday Camp, die noch geschlossen haben. Und es gibt natürlich auch eine Attraktionsübersicht. Schauen wir uns erst einmal die Big 7 an. Das sind, ich mache mal kurz den Hinweis hier weg, die Achterbahnen. Einmal Kolossos. Hierzu blende ich euch auch einmal ein kurzes Video ein. Kolossos selber wurde im Jahr 2019 schon wieder eröffnet. Diese Aufnahmen hier sind noch von der Baustelle aus dem Jahr 2018. Dann haben wir Big Loop, auch hierzu ein kurzes Video. Ebenfalls die Krake, auch hierzu ein kurzes Video. Bye.
Scream, den Turm, wo ihr runterfallt, auch hier in einem kurzen Video. Flug der Dämonen, eine wirklich wunderschöne Achterbahn, auch hier nochmal im Video. Desert Race, da geht's richtig ab, das ist eine gute Beschleunigung, auch das hier im Video. Sowie Limit, eine sehr schöne Achterbahn, die gerade am Ende der Parkzeit schön leer ist, sodass man auch manchmal mehrere Runden fahren kann, auch hier nochmal im Video. Ja, welche Attraktionen gibt es noch? Wir gehen nochmal auf Entdecken. Und da haben wir zum Beispiel ganz groß
Das Peppa Pig Land. Das Peppa Pig Land zeige ich euch im Folgenden auch nochmal in einem Video. Hier nochmal ganz kurz der Überblick. Und dann auch viel Spaß im Video. Wissen, aber es ist cool, ma. Ich will auch gleich da. Was ist das? Das ist das Schauhaus. Okay, die sind wirklich okay. Weiterhin haben wir Ghostbusters 5D. Auch hierzu habe ich ein kurzes Video angefertigt. Attraktionen seht ihr im Prinzip auf diesen Videos. Hier haben wir einmal Big Loop, die Bobbahn, Bounty. Breakdance, Kolossos, Dampfkarussell, Desert Ways, Drachengrotte, ja, und natürlich das Entertainment-Konzept, was vielleicht momentan auch noch ein bisschen hinterher ist, weil noch nicht so viel möglich ist.
Ich kann gar keinen von ihnen sehen. Da vorne ist ein Zahn. Ach ja, ohne Zahn. Okay, Kumpel. Wo steckst du? In beide. Ah, ohne Zahn, alter Freund. Wo hast du gesteckt? Schön, dass du da bist. Ziemlich düster hier. Ich sorge mal für etwas Licht. So, jeder bleibt auf seinem Platz und hält die Augen offen. In dieser Dunkelheit kann alles Mögliche herumkriechen. Aha, okay. Die gute Nachricht lautet, wir haben den Feuergeist gefunden. Und die schlechte, wir haben den Feuergeist gefunden. Dann die Floßfahrt. Flug der Dämonen, Ghostbusters 5D. Grobians Wolkenspringer, Grottenblitz, der Heidepark Express. Stürmer, Indie Blitz. Captain's Turn. Die Krake, Laola, Limit, Magic, Monorail. Mountain Rafting, das Nostalgie-Karussell, Oldtimer-Rundkurs. Opa Picks Zugfahrt, Panoramabahn. Thank you.
Armaturen. Ballonfahrt, Peppers Bootsfahrt, Peppers Haus, Pepper Meet und Greet, Raffnuss und Taffnuss, Wasserflieger, Schnorchis Dino-Abenteuer, Scream, Screamy für die Kleinen, Tupi-Laula-Schlacht, Western Riesenrad, die Wildwasserbahn, Wüstenflitzer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Überblick geben und wenn ihr vorhabt, in den Heidepark zu fahren, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Endlich mal wieder etwas anderes als nur zu Hause mit bzw. zum Schutz vor Covid rumzuhängen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.